Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Horror-Game. Code Fusion nennt sich dieses nette Game. Ich habe es noch nie gespielt, es wird auch ein Let's Test. Ich werde aber nur 15 Minuten aufnehmen. Also bis um 40, okay. In meinem Zimmer ist es stockdunkel. Ich hab's einmal kurz angezockt, um zu schauen, wie die Grafik so ist und sowas. Und die Credits und so. Der erste Eindruck ist schon mal sehr gut, vor allem vor dem Menü. Ja. Und ich hoffe, man hört mich auch gut. Ich würde einfach mal sagen, lass das Spiel beginnen. So, das war ja schon mal ein ziemlich comichaftes Intro. Da geht der Hubschrauber auch weg. Oh. Wir sind hier also... Deswegen heißt das Spiel Cold Fusion. Ich glaube, das heißt kalte Fusion oder sowas. Ich weiß auch nicht. Also ich kann... laufen. Ich kann springen, das aber auch nicht sehr hoch. Ich kann nicht crouchen. Habe ich eine Flashlight? Nein. Sag bloß, ich habe kein Equipment. C, F, G, Q, E, linke Maustaste, rechte Maustaste, S, T, A, G. Ich kann nicht crouchen, ich kann gar nichts machen. Ich kann nur laufen. Sag mal. Ich habe ja so einen Eindruck, das ist so ein Soldat oder so ein CIA-Agent oder irgendwie sowas. Aber dass der jetzt kein Equipment hat, schockiert mich schon ein bisschen. Okay, erster Eindruck. Von der Qualität schon mal sehr geil. Also da war irgendwie so eine Operation oder sowas. Die sind alle hier so tot in dem... oder alle tot hier in diesem Gebäude. Und wir müssen jetzt irgendwie nachschauen, glaube ich, was da los ist. So... ganz sich es verstanden habe. Das konnte man ja auch sehr schlecht verstehen, vor allem da es auf Englisch war. Und vor allem da das so der Sound so scheiße war. Ich will nicht. LOL! Also ich kann rennen, was aber auch nicht sehr schnell ist. Guck, jetzt renne ich gerade. Mein Gott, das ist ein Soldat. Kann er nicht... Oh Mann. Oh Mann. Ich komm nicht rein! Hallo! Scheiße. Nochmal. Gott. Just the code that killed you. Weise Worte und da ist der Hubschrauber. Okay, also das war schon mal ein ziemlicher Bug. Also das, die Macher vom Spiel haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass man nochmal rausgeht. Okay, guter Anfang. Also die Grafik ist schon mal wirklich cool für so ein Indie-Game, was auch kostenlos ist. Der Link ist in der Beschreibung, wie immer. So, und was mir schon gleich aufgefallen ist, da hinten liegt einer. Da liegt einer. Genau da. Da liegt er. Die Soundeffekte sind aber auch geil. Da liegt aber wirklich einer. Ah, schaut euch das mal an. Das erinnert mich so ein bisschen an Nightmare House 2. Hey, du da. Hallo. Oh.
kann nicht mehr raus, oder? Sag mal, soll das ein Scherz sein? Okay. Richtige Dunkelheit hier. Alles dunkel. Aber der Kerl hat keine... Das ist nichts angegangen. Der Kerl hat keine Taschenlampe. Nichts. Null. Der kann nicht richtig rennen. Wenn das Monster kommt, was soll ich denn da machen? Soll ich mich killen lassen oder was? Da liegt was. Ich habe jetzt aufgenommen. Kann ich... Keycard required. Okay, also ich sehe wirklich kein verdammtes Detail. Es ist alles stockfinster. Und ich habe Schiss wie ein Kaninchen. Wie ein Kaninchen, ja genau. Schiss wie ein Kaninchen. Und dieser Schrank ist gerade von selber runtergeflogen. Logik pur. Aber die Logik ist schon scheiße. Ein Soldat geht, oder falls ein Soldat ist, halt ein Typ geht in ein stockfinsteres Haus, ohne irgendeine Taschenlampe, ohne nichts. Und ich habe ein Orchester in meinem Nacken sitzen. Sowas hasse ich. Ich hasse sowas. Alter. Halt's Maul! Okay. Links oder rechts? Sag du es mir. Wohin soll ich gehen? Dein Hintern wackelt. Was machst denn du da? Bist du ein Mann oder eine Frau? Also für mich siehst du aus wie eine Frau, aber irgendwie auch nicht. Also wärst du ein Mann, dann... Ja, wisst schon, was ich meine. Also anscheinend wackelt er noch so ein bisschen. Okay. Liegt hier irgendwas? Oh. Ich sehe nichts. Ach da. Kann ich irgendwas aufheben? Nein. Nein. Boah, das ist echt... Die Atmosphäre ist schon mal ziemlich gut gemacht. Und der Kerl ist anscheinend schon mal von hier rausgeflogen. Ja. Aus dem Lüftungsschacht. Holen die Monster zum Lüftungsschacht oder sowas. Und jetzt fragt euch bestimmt, wo weißt du, was die Monster sind? Natürlich sind da Monster, ich bin doch nicht dumm. Oder vielleicht Geister. Also bis jetzt sieht es aus, als ob Monster da wären. Wow, wow, wow. Ah, verdammt. Wieder so ein Indie-Game, wo man dauernd solche dummen Schlüssel finden muss oder sowas. Egal. Müssen wir dann nach rechts. Aber ist es so verdammt dunkel? Ich sehe kein einziges bisschen Detail. Guck, hier könnte man einfach keine Wände hinmachen. Einfach nur unsichtbare Wände und man würde es nicht merken. Da könnten die sich so wenig Mühe geben wie möglich mit dieser Dunkelheit. Weil man sieht wirklich wenig Details von dem ganzen Haus. Das finde ich einfach ein bisschen zu dunkel. Man hat wirklich keine Taschenlampe. Das regt mich ein bisschen auf, weil bei jedem Indie-Game muss man einfach irgendwas dabei haben. Eine Taschenlampe oder sonst irgendwas. Blutspur. Keycard, da unten. So, zum Beispiel da. Da sehe ich jetzt wieder nicht den ganzen Raum. Da könnte einfach eine unsichtbare Wand sein und ich könnte da die ganze Zeit dagegen laufen. Das hat, die wollten damit vielleicht irgendeine Atmosphäre erreichen, was sie auch ein bisschen haben oder erreicht haben, aber irgendwie regt es mich ein bisschen auf. Wow, wow, wow. Da, schon wieder. Alles nur schwarz. Okay. Ja. Oh, Geometrie. Wer hat denn das hier geschrieben? Das kann man ja gar nicht lesen. Sag mal, hat er mit dem Edding geschrieben oder was? Soll er lieber mit dem Fineliner? Und diese verpixelte, und diese
Pixel. Das geht gar nicht, Leute. Nee, nee. Vor allem verstehe ich alles, da ich ja nicht dieses Zeugs verstehe. Ja, logisch, immer, Logik immer in meinem Satz mal wieder. Ich hasse diese Türen. Tada! Ist da vielleicht noch irgendjemand in den Lüftungsschächten und will meine Hilfe? So habe ich das Gefühl gerade. Schon wieder ein schwarzer Raum. Okay, da liegt eine Keycard. Ich sehe es genau. Ich will die Keycard. Ich sehe es genau. Wow! Oh. Zwei Tische nacheinander. Das ist ein bisschen einfallslos. Ehrlich. Erst bewegt sich ein Tisch von links nach rechts. Jetzt bewegt sich ein Tisch von hinten vorne nach von hinten nach vorne. Lasst euch was Neues einfallen. Man zuckt zwar zusammen, aber es ist nicht gruselig. Ich sag's nur, weil ich mich gerade total grusele. Mein Gott, was ist das für ein Game? Ich schließe mal lieber die Tür hinter mir. Jetzt kommt auch noch so ein scheiß Bass oder was? Oh, ich werde immer schlecht gelaunt, wenn ich Angst habe, echt. Okay, wetten wir, dass da vorne jetzt wieder was rausspringt? Das ist immer so bei langen Gängen. Wow, 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 wow. Oh. Ich wusste es genau. War das ein Skorpion? War das eine Spinne? Skorpionmann von Age of Mythology oder was? Sah so aus. Ich hätte ihn lieber länger in Betracht ziehen können. Jetzt gehe ich da wieder zu der Scheißtür. Ich schwitze wie am Schnürchen. Und ich hoffe, man versteht mich gut. Das sieht schon geil aus, oder? Also geil aussehen tut's. Aber es ist wirklich ein bisschen zu dunkel. Obwohl es geil aussieht, ist es einfach zu dunkel. Aber das erinnert mich jetzt ein bisschen... Oh, nee, oder? Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Slenderman. Bei Slenderman ist es diese Trommel, die ganze Zeit schlecht so... Buff, buff, buff und sowas. Hier ist es ein Bass, der die ganze Zeit im Hintergrund dröhnt und noch so ein bisschen Streicher, ganz leise im Hintergrund. Ich kenne mich da ja aus. Ja. Sag mal, kannst du mir verraten, wo ich lang soll? Also, nein, da kann ich nicht lang, das total dunkel. Ah, da hinten, glaube ich. Ja, genau, da war ja diese Tür. Du lagst vorhin doch noch anders, Freundchen. Der lag mit dem Kopf nach da, mit den Füßen zu mir. Jetzt liegt er mit den Füßen zum Eingang und mit dem Kopf zur Wand. Sag mal, willst du mich verarschen? Und du zuckst immer noch so komisch. Lebst du noch, oder was? Hä? 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 Okay. Gehen wir weiter. Ich frag mich jetzt, woher diese Gitter kamen. Also ich glaube, die Monster leben in diesem, in der Decke. Das ist sogar ziemlich sicher, da alles von der Decke fliegt. Und da glaube ich auch, dass dieses Monster ein Spinnenmonster war, weil Spinnen ja überall die Wände hochgehen können. Ich sehe kein verdammtes Ding. Habe ich irgendwas aufgehoben? Ich schau mal lieber nach hinten. Ah ja, jetzt habe ich was aufgehoben. Ich habe es gehört. Weil da hätte ich die Tür nicht umsonst öffnen müssen. Wo seid ihr? Ich will euch spielen sehen. Ihr verdammten Streicher. Okay. Wenn der Kerl jetzt wieder anders liegt, dann flipp ich aus. Wow, was ist jetzt los? 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 Hallo? Willst du mich verarschen? Wieso kam jetzt dieser scheiß Ton? Ich hasse es, wenn Musik kommt und nichts passiert. So Schockermusik. Und der Kerl liegt wieder anders. Die Beine sind jetzt überkreuzt.
glaube, der lebt noch. Ich will es aber lieber nicht wissen. Da ich jetzt hier mal entlang renne. Ich glaube, ich muss hier lang. So. Da vorne ist die Tür. Es ist total dunkel. Wow! Nochmal? Ehrlich? Ernsthaft? Ist es euer Ernst? Lasst euch mal was Neues einfallen. Es erschreckt einen zwar, aber es ist nicht mehr gruselig. Es wird langweilig. Ah. Totale Dunkelheit mal wieder. Okay. Was? Oh mein Gott, ich renne lieber mal. Was ist denn? Oh, scheiße. Oh, lauf. Ist das alles? Der killt dich. Los, lauf. Oh mein Gott. Lauf. Oh verdammt, willst du mich verarschen? Lauf schon! Oh mein Gott! Ah! Scheiße! Scheiße. Was soll ich sagen? Ich sag euch jetzt mal, was mir an dem Spiel gefallen hat und was nicht. Ich sag euch, die Mehrheit hat mir nicht gefallen. Was mir gefallen hat, erstmal das Gute kommt am Anfang. Die Atmosphäre war ziemlich gut. Wäre es ein bisschen heller, wäre es noch besser gewesen, da man wirklich auch ein bisschen mehr sieht. Und wenn man nicht sieht, dann kann man sich auch nicht wirklich gruseln, weil man weiß, dass man, wenn was passiert, man es nicht sieht. Alle Schockereffekte habe ich nur so halb gesehen, da die alle viel zu schnell vorübergingen. Wirklich viel zu schnell. Und es war so dunkel, man hat sie fast kaum gesehen, abgesehen vor allem dieser Körper, dieser zweite Körper, der runterflog. Den hat man nicht mehr gesehen, als er auf den Boden geprallt ist. Das Monster war, ja, ich fand es jetzt nicht unbedingt sehr gruselig, aber ich fand es eklig. Eklig, ja, eklig ist das Wort. Was mir nicht gefallen hat, mein Gott, das ist ein Soldat, wieso hat er nichts mitgenommen? Ein Soldat muss irgendwie erstens schnell rennen können. Der rennt wie ein Baby, der kann selbst nicht schneller rennen. Er braucht eine Taschenlampe. Er muss wahrscheinlich irgendwas haben, um sich zu verteidigen, wenn es auch nichts bringt. So dumm kann niemand sein, ohne irgendein Equipment in so ein Haus zu gehen. Oder in so eine Fabrik oder was auch immer. Das ist Anstalt, was weiß ich. Station, Forschungsstation oder irgendwie sowas. Die Schockeffekte wurden langsam langweilig. Zweimal Tische, die sich bewegen, und zweimal Körper, die von der Decke runterfliegen. Was gab's noch? Ja toll, einmal gab's so einen Schrank, der umflog. Das hätte ich ganz am Anfang machen können. Oder hätte ich ihn geraten, am Anfang reinzubauen, weil dann irgendwie, ja, ist so langsam anfangen und sich immer steigern. Hier war zum Beispiel gleich ein großer Schock mit diesem Körper, der von der Decke flog. Und dann irgendwie wieder ein kleiner Schock und wieder ein großer Schock und dann wieder ein kleiner Schock. Und die Schocker wiederholen sich immer wieder und sie werden langweilig. Und dieser Schocker, wo so ein Viech, wo du einen Gang entlang gehst und dann am Ende des Gangs ein Viech entlang rennt, der ist auch ziemlich alt, aber auf den fällt man immer wieder rein. Ja. Ich hoffe, dass das eine Beta-Version ist. Ich hoffe es. Weil sonst bin ich total enttäuscht.
der Anfang war richtig krass, wo du ins Haus reingegangen bist. Ab dann, wo der Tisch sich wiederholt hat zu bewegen, also die zwei Tische, wurde es langsam langweilig. Ab dann, wo ich wusste, dass ich vor diesem Viech da nicht mehr wegrennen konnte, hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Weil man einfach... Ist da irgendwie ein bestimmter Trick? Muss man irgendwie springen oder sowas, dass man schneller rennen kann oder sowas? Ja, also ich war ehrlich gesagt gegen Ende ein bisschen enttäuscht. Trotzdem haben sie es bei mir geschafft, dass ich schwitze wie Sau, zumindest an meinen Händen. Wenn ich schwitze, schwitze ich an meinen Händen, sonst an nichts. Also wenn ich mal irgendwie ein Horrorspiel spiele, gebt mir nicht die Hand. Würde ich euch abhalten. Oder abraten. Ja. Ja, wie gesagt, es war ein Let's Test. Ich glaube, oh mein Gott, ich hab zu sehr überzogen. Egal, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es selber ausprobieren wollt, wenn ihr selber versuchen wollt, diesem Spinnen-Skorpion-Monster zu entkommen, lädt es euch runter. Ich werde den Download-Link auf jeden Fall noch in die Beschreibung setzen und ich hoffe mal, die Aufnahme hat geklappt, weil ich bei den Fraps-Einstellungen mal was anderes gemacht habe. Also dann Daumen hoch, abonnieren, alles Mögliche. Bis zum nächsten Horror-Game. Ciao, ciao.